Fußball, Fußball. Fußball hat mich persönlich nie wirklich interessiert. Fußball war für mich damals als Kind so ein kleiner Zeitvertreib, den ich gerne mal mit meinem Vater gespielt habe, weil das, glaube ich, die einzige Möglichkeit gewesen war, damals für mich mit meinem Vater zu spielen. Klingt trauriger, als es tatsächlich ist. Ich wollte auch oft nicht mit meinem Vater spielen, gerade wenn ich zum Beispiel Lego gebaut habe, wollte ich da eher alleine sein. Von daher vollkommen okay, keine Tränen, alles in Ordnung bei mir in der Familie. Aber es war trotzdem irgendwie immer was Interessantes. Und dann kam später Radfahren dazu und dann wurde Fußball ein bisschen uninteressant. Ich habe diesen Eifer und das Ganze nie so hinter diesem ganzen Fußball-Hype und so weiter verstanden. Und ich habe auch damals viel Mistvideos gemacht, wo ich sag mal, mich ziemlich daneben benommen habe und habe halt, ich will jetzt nicht sagen, Fußballfans beleidigt oder so, aber ich habe halt so einen auf Vollasi gemacht. Ich habe mal so ein Let's Play gemacht damals mit, wo ich die ganze Zeit Schland und sowas geschrien habe und habe irgend so ein dummes Super Nintendo Fußballspiel gespielt, wo unglaublich schlecht war. Und ja, ich ehrlich gesagt, es ist so ein Scheiß. Ich für meine Verhältnisse heute finde ich es mega peinlich und ich meine, ich hab's gemacht und ich stehe dazu, das bleibt auch heute noch auf YouTube. Wer es findet, darf es behalten? Fragezeichen. Ich werde es nicht verlinken, weil ich nicht stolz darauf bin, aber ihr könnt es ja von mir aus suchen, wenn ihr lustig seid. Wenn ihr es findet. Ich muss dazu sagen, ja, erst als diese WM antrat jetzt im Jahre 2014 in Brasilia, habe ich mich so ein bisschen für interessiert. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Es liegt, glaube ich, eher an einem Kumpel. Es liegt, glaube ich, an zwei Kumpels, mit denen ich halt viel oder zumindest recht oft rumhänge in letzter Zeit und auch so aus der alten Klasse noch, also wirklich so alte Realschulklasse, immer noch recht viele Leute kenne. Also viele von meiner damaligen Clique. Und ich weiß nicht, irgendwie hat mich dann doch irgendwie gepackt. Es interessiert mich jetzt tatsächlich und ich habe mit meinem Vater, mit meinem Bruder schon jetzt gewettet, wie so die Spiele verlaufen. Wir haben quasi um ein großes Eis im Urlaub gewettet. Bin mal gespannt. Ich werde natürlich wahrscheinlich nicht gewinnen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe einfach irgendwie so gedacht, na, Griechenland klingt irgendwie stärker als England. Deswegen gewinnen die. So, das war halt dann meine Art, das Ganze zu erklären. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin Fußball ehrlich gesagt gar nicht so abgeneigt. Ich habe nur nie verstanden, wie man das so derbe abfeiern kann. Aber ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Fan sein auseinandergesetzt und habe auch mit vielen Leuten quasi wie so ein kleines Privatinterview halten können, um auch mal so ein bisschen so ein Stück weit diese Meinung dahinter verstehen zu können. Und ich glaube, so wie der AVGN, also der Angry Video Game Nerd, James Rolfe, das gerne mal erwähnt hat in einem seiner Videos, er hat mal gemeint, letzten Endes kaufen wir uns alle ein T-Shirt von dem, was wir mögen, und laufen damit rum und feiern's ab. Wir sind alle irgendwie Nerds. Und das stimmt eigentlich so. Also Fußballer sind auch extreme Nerds. Das sind extreme Fußball-Nerds eben. Und unterscheiden sich dann eigentlich nicht mehr so sehr von uns Leuten, die jetzt zum Beispiel Anime und Manga sammeln. Und Gosho Aoyama ist beides. Er ist Fußballfan und Manga-Fan oder zumindest Zeichner. Und er ist ein wahnsinniger Fußballfan und sein Charakter Shinichi Kut als hätte ich da irgendwie so eine Zahnlücke. Shinichi Kudo. So. sein Charakter Shinichi Kudo aus Detektiv Conan. Der ist ja ein sehr, sehr, sehr begnadeter und ja, begeisterter Fußballfan und auch Spieler. Und er hat sich. Ich weiß nicht, ob das Original auch in Japan erhältlich ist. Da bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt.
Aber zumindest hat Egmont gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee für die WM, quasi vor der WM, diesen Manga rauszubringen. Das ist wieder ein Special-Manga von Detektiv Conan, in dem auf diesen Seiten quasi die besten Fälle drin sind mit Fußball. Ich muss sagen, es sind gute Fälle. Es hat Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfälle drin. Und ich erwähne es immer wieder, wer es braucht. Es ist zumindest ein ganz netter Service. Mit diesem, ich glaube, das habe ich ja schon mal gezeigt bei meiner Aktualisierung, aber ich zeige es gerne nochmal, da es jetzt eine Review ist. Also da wird schon einiges reingesteckt. Hier haben wir diese Cover-Seite sozusagen. Ihr seht es, ne? Also ist quasi so ein Ding miteinander. Ich fand es anfangs, das habe ich in der Review erwähnt, in der Aktualisierung mal erwähnt gehabt, dass ich das nicht so gut fand, weil sich das komisch lesen lässt. Vergiss, was ich gesagt habe, das lässt sich locker lesen und das fühlt sich gar nicht unangenehm an. Das war irgendwie nur eine komische erste Eingebung oder beziehungsweise Einbildung, die ich da hatte, hat sich nicht als Wahrheit herauskristallisiert. Bäh. Und hier gibt es halt auch Sticker. Ich find die Aufmachung her super. Die Aufmachung her ist super. Und hier am Ende gibt's noch mal ein kleines, was ein Interview? Ich glaube schon, irgendwie so eine Art Aussage von Aoyama. Was Aoyama? Gott, ich bin so unsicher gerade. Ja, genau. Oder? Nee, Aoyama sieht doch anders aus. Okay, doch, er ist Aoyama. Entschuldigung, Entschuldigung. Und hier halt auch wieder diese Farbseiten, da die Farbseite da noch dazu und ein kleiner Anhang von Aoyama, was er irgendwie über den Manga oder allgemein über Fußball zu sagen hat. Kurz, aber bündig und wunderbar. War cool. Das erstmal diese Gimmicks. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Ich glaube, ich brauche nicht erzählen, was Detektiv Conan ist. Ich denke mal, das wird jeder kennen. Ein Privatdetektiv im Kind, ein Jugendlicher, fast schon Meisterdetektiv, naja, ich angehender Meisterdetektiv, der im Körper eines kleinen Jungs namens Conan gefangen ist. Also sprich, er hat sich quasi zurückverwandelt in einen kleinen Jungen und nennt sich dann Conan, weil er nicht entdeckt werden darf von einer bösen Organisation. Und dieser Sammelband ist einer dieser Specials, die Egmont rausgebracht hat, in Deutschland, die quasi sich um ein Thema fixieren, was ich ja persönlich liebe, wie ihr das vielleicht schon festgestellt habe. Wenn man irgendwas thematisieren kann, ist das für mich Beste. Und Spitze. Spitze, absolute Spitze. Der Manga hat richtig Spaß gemacht. Ich finde, wie nach wie vor diese Ideen mit der Thematiken und so. Wir hatten ja Liebesromanzen, wir hatten dieses Special mit den Männern in Schwarz. Wir hatten Kaito Kid Special und jetzt haben wir Fußball Special eben wegen der WM. Finde ich klasse. Da wurde mitgedacht, Leute. Da hat Egmont mitgedacht. Ich finde das super. Und ich frage mich persönlich, warum haben andere Verlage nicht mitgedacht? Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der weiß, dass es extrem viele Fußball-Anime und Fußball-Manga gibt. Warum nicht mal hier lizenzieren? Irgendwie glaube ich, im 2013, ich glaube im Herbst oder so, kam mal irgendwie von Kase was, glaube ich, Kickers raus. Nett, okay, nett. Ich glaube, es geht aber besser als Kickers. Kickers ist Nostalgie, gebe ich recht. Besser geht aber, glaube ich, dennoch, was Fußball-Anime angeht. Und es gibt genug Auswahlmöglichkeiten. Es gibt dieses Ginga-e oder so, Kickers und was denn nicht alles noch gesehen? Gut, Inazuma 11 zählt für mich nicht ganz so, weil das ist mir jetzt ein bisschen abgespaced. Das sollte schon so ein bisschen noch
normales Fußball beinhalten und nicht mit Feuerkick und Donner Attack und Aliens und hast du nicht gesehen. Sowas nicht. Das ist schon so Richtung Captain Tsubasa, sowas. Und da gibt es eben diese Gingae Kick-Off, genau. Und es gab sogar damals eine TV-Serie. Ja, es gab eine, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Es gab eine Fußball-Anime-TV-Serie, die kam im Fernsehen, die habe ich eine Zeit lang auf YouTube verfolgt. Die fand ich auch richtig klasse, weil die hat auch sehr schöne Drama-Elemente noch mit drin gehabt. Ich muss sagen, sowas ist geil. Und ich frage mich, warum? Warum haben uns die Verleger so in der Hinsicht so ein bisschen im Stich gelassen? Da gibt es genug Möglichkeiten, wo man hätte vielleicht eine Auswahl treffen können. Und gerade die Leute, die jetzt voll Bock hatten auf die WM, ich weiß, während der WM wäre das eine dumme Idee gewesen, während der WM sowas zu verkaufen und zu hoffen, dass es dann weggeht, ist eine dumme Idee. Aber vor der WM, wie zum Beispiel jetzt Egmont das hier mit Detektiv Conan gemacht hat, mit dem, wie hieß es eigentlich, Kick It Like Conan, ja, so hätte man das auch tun können mit Fußball-Anime oder Fußball-Manga, andere Manga. Warum letzten Endes nur Egmont, ein Manga-Verlag, letzten Endes auf die Idee gekommen ist, das. Man weiß es nicht. Ich finde es aber echt eine verspielte Sache. Echt eine verspielte Sache. Ich denke, da wären einige gewesen, die das dann gekauft hätten zu dieser Zeit. Jetzt im Nachhinein, nach der WM, braucht man das nicht mehr bringen. Dann ist es wieder. Dieser Moment wäre entscheidend gewesen. Und der wurde einfach, leider Gottes. Er wurde verkackt. Schade. Aber zurück zu Detektiv Conan. Ich empfehle es euch wirklich. Ich empfehle es euch wirklich. Und ich kann auch nicht viel in dieser Review dazu sagen, weil erstens möchte ich die Fälle jetzt. Soll ein bisschen Überraschung sein, welche Fälle da drin alles nochmal verpackt wurden. Und zum anderen kann man halt auch nicht viel sagen. Es ist Detektiv Conan. Detektiv Conan geht meist nach einem Schema X ab. Ein Fall, irgendjemand, also es wird eingeleitet, irgendjemand stirbt und Conan versucht dann hinter das Rätsel zu kommen. Aber nach wie vor, Aoyama hat einfach ein Talent für Geschichten erzählen, Aoyama hat ein Talent für Charaktere darzustellen. Und ihr wisst es ja von mir, ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Conan-Charakter sehe, weil die sind mir einfach so ans Herz gewachsen. Das sind einfach mit Abstand einer meiner absoluten Lieblingscharaktere geworden, weil ich die einfach so gerne sehe, so gerne miteinander agieren sehe und ich habe mich so gut drauf gefreut. Ich habe das damals auf Amazon bestellt gehabt. Es gab es als Vorbestellung. Ich habe das irgendwie entdeckt. Das war rein per Zufall und ich sehe da, oh, dieser neue Sammelband da wieder mit einer Thematik. Oh, Egmont. Bam, gekauft. Bam, gekauft. Und vorbestellt und dann kam das im Mai war es, glaube ich, ja, ich glaube im Mai. Im Mai kam das Ding dann an und ich muss sagen, ich habe es das zweite Mal jetzt schon gelesen. Die anderen noch nicht, aber das habe ich das zweite Mal durchgelesen. Wahrscheinlich liegt es jetzt daran, dass ich derzeit so ein bisschen in Fußballlaune bin. Top. Also super. Ich hätte zwar mir vielleicht, wie gesagt, auch einen Fußball-Manga oder Fußball-Anime gewünscht, den man sich hätte vielleicht zu Gemüte führen können, hier in Deutschland, aber puh, so ist es halt. Wie gesagt, es ist leider, leider Gottes eine vertane Möglichkeit, aber so ist das eben im Leben und manchmal, da wird es Regeln geben. Und in diesem Sinne bin ich jetzt fertig mit meinen Reviews. Ich werde jetzt dann Würstchen grillen gehen. Ihr macht irgendwas, weiß nicht, nach diesem Video, vielleicht auch Würstchen grillen gehen. Das ist immer eine gute Sache. Und Fußball angucken, genau, darum dreht sich's heute nämlich auch. Und deswegen habe ich gedacht, passt es heute eigentlich ganz gut und auch so zur WM und dem ganzen Feeling. Why not? In diesem Sinne, macht's gut. Ich bin euer René von der Maison Manga. Danke fürs Zuschauen.